Den silbernen. Ich fahre den silbernen Audi. Ja, war so klar. Die Gummi. Zehn Positionen gut machen. Okay, danke. Ja, sie sagte gerade, es wird gut rutschig hier. Ist es auch. Nein, Tankstelle wollen wir nicht. Ja, also im wahren Leben mit so einer Geschwindigkeit, das wäre viel zu gefährlich. Ich wäre schon lange von der Straße abgekommen. So, ich sehe gerade, meine Frontscheibe ist auch schon kaputt. Sieben Kilometer noch von vier Spieler. Also vier Plätze müssen noch gut machen. Vor uns fährt der Nissan GTR, glaube ich. Ja. Mensch, da machen wir gleich mal drei Plätze auf einmal gut. Ja, im wirklichen Leben wäre ich schon lange tot. Drei Kilometer noch. Ja, wenn heute richtig viel der Schnee auf das Auto knallt. Oder halt der Schnee, der von unten ans Auto knallt. Ach, scheiße, ich wollte da rüber. Oh, Glück gehabt. So, ein Kilometer noch. Wow. Geschafft. Neunundneunzig Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Und weiter geht's. Ja, 10 Plätze sollen wir gut machen. Oh, habe ich jetzt vorhin vergessen zu sagen. Aber auch vergessen jetzt, wie viele Kilometer wir noch fahren müssen. Meld ein Straßenrennen, Code 3, Standby für Dach. Fahrzeugdichte 6, Standby für Dach. Ach, das ist eine widerliche Strecke, muss ich sagen. Wenn das die ist, die ich meine. Sichtkontakt hergestellt, Code 3. Da stellen sich die Polizeiautos gleich so beschissen hin. Code
Ja, ist ja noch ein Takedown. Aber ich bin schon drauf. Nützt mir also nichts. Aber weiter geht's. Hier ist 1088, will uns abhängen. Da, wie ich sagte, die Polizei kommt immer hinterher. Da kann man noch so schnell fahren. Platz 91. Wir haben noch 8 Kilometer vor uns. Da auf die Brücke da oben sollen wir, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, Polizei sind nämlich her. Der Typ nervt mich. Ich probiere was anderes. Rutschen! Gott, ich hab Zivilisten getroffen. Taktik 1073. 1073 in Position, checkt euer Display. Wir nähern uns Straßenbergen. Ich komm rein. Gott, ich bin durch, er ist durchgekommen. Ich bin auf Fahrtmast, Platz hinter ihm. Nein! Achtung, Streife 1073, vorbereitet sofort. Ja, das ist die Strecke, die ich meine. Das hier oben ist nicht gerade einfach, finde ich. Das geht ja noch. Aber jetzt da vorne. Man muss immer gucken, der setzt sich so scheiße hin. Freie Einheit der Straßensperre melden. Verstanden, wir sind soweit. Straßensperre. Ich komm rein. Stopp, erfolglos, das war nichts. Ich schrotte ihn, haltet sein Heck frei. Hier ist durch, Hobby. Setz ihn unter Druck. Wow. Das war knapp. Ich hab's aber geschafft. Er macht sich davon. Ich seh ihn nicht. Bremse, Abschlag halten. Brauche noch eine 1073. 3 Kilometer noch. Und hier ist auch die Brücke, die ich von unten gesehen habe und gesagt habe, hier, da oben die Brücke, da müssen wir lang. Hm. Auf ihn jetzt! Lichtkontakt verloren, ich suche ihn. Neuer Lichtkontakt, kommt rein! Komm schon, gib Gas. 1,8 Kilometer noch. Jetzt muss ich ein bisschen aggressiv fahren, damit ich auch gewinne. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Polizeiwagen kommt von vorne und sich eine Sperre oder was weiß ich mache. Sonst drehe ich hier durch. Da fliegen Teile vom Wagen. Haltet Abstand. Zwar fliegt da nichts von mir weg, aber schon in Ordnung. Yes, gib ihm! Gib ihm! Geht doch! Platz 98! César Delon. César ist auf den Straßen von L.A. aufgewachsen und hat eine durchwachsene Vergangenheit. Die Liebe einer guten Frau und die vorstehenden Geburt des ersten Kindes haben César aber zum Umdenken gebracht. Mit seinen beiden Brüdern nimmt er an The Run teil und hofft... Oh, Scheiße, wieso mache ich denn aus? Oh, jetzt auch noch ein Helikopter.
Nein! What the fuck? Und rutschen! Alter, jetzt wird's ernst. Zwei auf einen Streich, schönes Ding. Und der dritte ist da vorne. Und Speed. Nein! Na, das war scheiße, den habe ich voll nicht gesehen. Fünf Kilometer noch. Alter, ich fahr schon mal Fußgeschwindigkeiten, kam gerade eben noch ran, ey. Was geht? Alter. Ja, dazu muss ich sagen, das war echt knapp. Der Wagen hat die Power von ihm. Aber nein, wir fahren nicht in die Tankstelle. Weil da vorne ist schon das Ende. Und wir haben gewonnen. Platz 86. erzählen. Nicht schlecht. Weiter geht's.